Ich konnte nicht mehr schlafen. Woran denkst du? Gott hat uns eigene Kinder verheißen. Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmelszelt. Das hat er, Abraham. Aber wir sind alt geworden, Sarah. Sehr alt. Ja, das sind wir. Wie soll sich da noch die Verheißung erfüllen, Sarah? Wir haben nicht einmal einen eigenen Sohn. Es ist meine Schuld, Abraham. Ich hätte dir so gern viele Söhne geschenkt. Verzeih mir. Nein, du kannst nichts dafür. Eigene Kinder sind ein Geschenk unseres Herrn. Aber das eben verstehe ich nicht. Wir haben keinen eigenen Sohn, Sarah. Obwohl der Herr dir und mir einen Sohn versprochen hat. Trotzdem lässt er geschehen, dass wir alt und unfruchtbar geworden sind. Aber ist Ismael nicht wie unser Sohn? Ismael? Für ihn gilt die Verheißung nicht. Er ist Hagars Sohn. Er wird Vater eines großen Volkes. Aber der Bund des Herrn gilt nur für unseren eigenen Sohn, Sarah. Deinen und meinen. Für den Sohn, den wir nicht haben. Wird wieder ein schöner Tag. Gehst du auf die obere Weide? Nein, ich bleib hier. Es hat doch keinen Sinn, deswegen den Schlaf zu verlieren. Das Einzige, was wir tun können, ist, unserer täglichen Arbeit nachzugehen und keine Fragen zu stellen, Abraham. Wir wissen die Antwort ja doch nicht. Vielleicht hast du recht, Sarah. Wir wissen die Antwort nicht. Lass uns an die Arbeit gehen. Es wird ein heißer Tag heute, Sarah. Heiß, genauso wie viele andere solcher Tage. Na endlich, komm her zu mir. Etwas Wasser. Gut. Ah, gesund. Schön ist hier. Gieß noch etwas Wasser rein. Los, gut, danke. Holst du mir bitte die Schüssel? Wir können gleich essen. Komm, setz dich. Morgen ist Markttag. Wirst du hingehen? Ich habe immer wieder daran denken müssen, Abraham. Woran? An das, worüber wir uns heute Morgen unterhalten haben. Es hat keinen Sinn, dass du weiter auf einen Sohn von mir wartest. Oh, aber der Herr hat es versprochen. Bist du ganz sicher? Ganz sicher. Dann ist es nicht mehr sein Wille, dass du einen Sohn von mir bekommst. Aber warum? Was habe ich Böses getan, dass der Herr mich so strafen sollte? Hm?
Wir wissen es nicht, Abraham. Wir sollten besser aufhören, uns mit solchen Fragen zu quälen. Das kann ich nicht. Er hat es verheißen. Ein Leben lang auf Wanderschaft. Ein Fremder unter Fremden. Was haben meine Augen nicht schon alles gesehen? Das Land zwischen Euphrat und Tigris. Die Berge von Haran, den Jordan und den Nil. Grüne Ebenen und steinige Wüsten. Die Stimme sagte einst, einen Sohn wirst du haben und Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Aber da ist kein Sohn, der mir Nachkommen schenken könnte. Sarah hat recht. Es hat keinen Sinn, noch länger zu warten. Ihr Herren, wenn ich Gnade vor euren Augen gefunden habe, geht nicht an meinem bescheidenen Haus vorüber. Setzt euch in den Schatten und ruht euch aus. Ich bringe euch Wasser und etwas zu essen, damit ihr euren Weg erfrischt und gestärkt fortsetzen könnt. Erweist mir diese Ehre. Tue, wie du gesagt hast, Abraham. Kommt. Setzt euch. Macht es euch bequem. Schnell, Sarah. Nimm einen Sack vom besten Mehl und backe frisches Brot. Aber du hast doch schon gegessen. Es ist nicht für mich, Sarah. Beeile dich. Haben wir denn plötzlich Gäste? Ich brauche ein Kalb, ein schönes und gesundes. Das Beste, das wir da haben. Ja, Herr. Komm her. Komm her. Schlachte es und bereite es zu. Das kannst du doch machen. Fach ein Feuer an, ein großes, damit wir ein Kalb braten können. Und du hol Wasser und Tücher. Beeil dich, komm mit, komm mit. Komm, komm, komm. Wer sind diese Männer? Ich weiß es nicht. Haben Sie es nicht gesagt? Nein. Du weißt nicht, woher sie gekommen sind und wohin sie gehen werden? Nein. Ist das Brot bald fertig? Natürlich, wie immer. Ist gut, ist gut. Was sind das für Gäste? Es müssen wichtige Männer sein, sonst müssten wir nicht zu viel für sie kochen. Das geht dich nichts an. Wieso? Lass deine Finger davon, das ist für die Gäste. Los, los, beeilt euch! Gib her, gib her, gib's mir, ich mach das schon. Kümmere du dich schon mal um das Obst. Nun krödle nicht herum, gib schon her. So. Danke, danke. Nein, ich schaff das schon allein. Lasst mich, es geht, es geht. Ja. So, ich bringe noch etwas Obst. Ja.
Güte. Was hat er nur? Ich weiß es nicht. Was sind das nur für Männer? Brot, bitte. Bedient euch. Esst doch. Stärkt euch. Wollt ihr noch Brot? Oder etwas von dem Fleisch hier? Bitte. Möchtet ihr? Ihr müsst ihn probieren. Nehmt selbstgemachter Schafskäse, ganz frisch. Früchte. Nehmt so viel ihr wollt. Bitte. Bitte. Wo ist Sarah, deine Frau? Sie ist dort drüben, im Zelt. Siehe, im nächsten Jahr um diese Zeit werde ich wieder dein Gast sein. Und Sarah, deine Frau, wird dann einen Sohn haben. Einen Sohn? Wir? Ich bin doch viel zu alt. Wieso hat Sarah gelacht? Verzeiht, Herr. Aber ich habe nicht gelacht. Doch, du hast gelacht. Warum zweifelst du daran, dass du ein Kind bekommen wirst? Aber wie kann ich das? Ich bin zu alt. Ist denn für den Herrn etwas unmöglich? Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder. Und dann wird Sarah einen Sohn von dir geboren haben. Baral, Ela, kommt und helft mir aufräumen. Lara wird ein Kind bekommen. Schöner Tag. Oh, Sarah. Wunderbar. Sarah wird ein Kind bekommen. Sarah, wir werden einen Sohn bekommen. Komm, tanz mit mir. Was ist denn mit unserem Herrn? Hat er zu viel getrunken? Er hat aber doch gar nichts getrunken. Er freut sich. Er ist glücklich, vielleicht wegen den fremden Männern, die er hier bewirtet hat. So fröhlich habe ich den Herrn schon lange nicht mehr gesehen. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la